Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Wir schwingen einmal in die Runde rum. Letztes Mal mussten wir kurz aufhören wegen irgendeinem Fehler. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wir haben wieder den Granatenwerfer. Es hat schön gespeichert automatisch. Aber das mit dem Granatenwerfer hat ja das letzte Mal nicht so ganz funktioniert mit der Trophäe. So, hier kann man eigentlich runter, gell? So, wir haben noch die Knarre. Ups. Hat ein bisschen zu lange gedauert. So, aber die kommen, glaub, gar nicht her. Scheint, glaub, nicht so schlimm. Waren hier nicht noch mehrere? Deshalb schaue ich gerade so ein bisschen. Uiuiui. Auch ein bisschen knapp. Den einen gern hier runterziehen, aber der ist jetzt schon ganz schön weit weg eigentlich. Vor allem, es gibt ja noch die Trophäe mit dem, glaub, Tod von oben. Dass ich da noch ein paar probiere. Deshalb will ich den hier jetzt runterziehen. Und wenn der hier rechts wieder rüberläuft, könnte man den angreifen. Oh, jetzt läuft der mal hier hinten rum. Gibt's doch gar nicht. So, wo läuft der jetzt hin? Irgendwo nach hinten. Waren ja nicht noch mehrere? Scheiße, wir hatten uns fast. So, der geht jetzt dahin. Ganz da hinten haben wir noch niemand. Guck mal, der kommt nicht mehr zu uns. Er mag uns nicht mehr. Gibt's ja gar nicht. Dann machen wir das halt anders. Dann einmal so. Keine Lust drauf zu warten. Oh. Sind wir einmal hier? Oh, okay, hier mein. Was haben wir hier? Das Problem mit dem hier. Ah, nicht in die Richtung. Ja, so war das nicht geplant. Ganz und gar nicht. Ah, gehen wir mal ganz runter. So, er geht noch nicht in Deckung. Well, weiß auch nicht. Sag was! Irgendwas gefunden? Nein, nicht! Moment. Das habe ich mir nicht. So, komm her! Okay. Fuck. Alter, woher? Ich dachte, der war ganz unten. Wo die Wiese ist. Okay, na dann, mal ein bisschen Action. Kriegen wir den da? Da hinten in der Ecke. Oh, den hier oben haben wir erwischt. Auch gut. Ah, den einen gar nicht. So, den hier. Ist jetzt gar nicht durch, oder? Oh, scheiße. So, Munition einmal leer. So, jetzt einmal tot von oben. Nochmal einer. Der ist nie markiert. Ist ja gar nicht. So, tschüssi. Aber hier sind abartig viel Granaten. Autsch. Ja, mit der Pumpe. Uiuiuiui. Hier geht's ja weiter nach unten. Einen Moment. So ein bisschen verstecken. Alter. Der geht mir ganz schön gerade auf den Sack. Was ist denn hier mit Granatenwerfer? Oh.
So, ja genau, geht da hin. Wo zum Teufel sind die hin? Schwemmt aus, deckt alle Seiten ab. Oh, auch schön. Ah nein, er kommt in meine Richtung. Ich dachte, er bleibt da oben. Oh nein! Verdammt! So war es nicht geplant. Autsch! Da hat er mich wieder. Oh, wieder die hier. Cliffhanger! Auch schön. So, mal wieder ein bisschen Chaos hier anrichten. Na, der eine. Jetzt gar nicht. So, er ist hier drüben. Oh, der war schön getroffen. So wie im Krieg. So, woher kommt der? Hallöchen. Oh, war das tot von oben? Müsste das so zählen, oder? Ah, fuck, fuck, fuck. Okay. Kommt der ja einfach hier? Gibt's ja gar nicht. So, oh, jo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 j
So, oh, hier wollte ich gleich auch nicht hoch. Autsch! Falsche Seite! So, komm, Deckung, Deckung, Deckung. Jetzt mal. Hui. Ah, ich hab da keine Sniper. Hier hangelt der Sam sich ein bisschen rum. Nein, verdammt. Ja, Teamwork einmal. So, zweit erledigt. So, eigentlich will ich am besten irgendwo ganz weit nach oben mal. Mit der Knarre. Aber klappt ja nicht so ganz. Oh, der hat auch so eine dicke Knarre. Bin mal gespannt, ob die gleich eine Granate werfen. So, oh, der Helm weg. Hier kann man richtig schön Headshots machen. Habt ihr so viel Munition wie möglich. So, da haben wir. Suchen die uns oder den Schatz? Blicken wir mit der Pumpe. Der Pumpe wäre es halt auch manchmal geil. Ja, mal die Pumpe. Wir haben auch noch eine dicke Knarre. So, wir laufen noch ein bisschen seltsam rum. Ach so. Okay. Können wir nur ein bisschen rumschleppen hier. Wo genau müssen wir hin? Oh, hier Munition. Ich denke, wir müssen ja hier rüber, oder? Da haben wir was zum Schwingen. Aber ich glaube nicht hier rüber, oder? Weil wir können, glaube ich, hier irgendwo nach oben. Ja, wir müssen hier nach oben, genau. Wäre auch mein nächster Versuch gewesen. So eine richtige Sniper noch. Ja, Granate. Was liegt hier noch rum?
Na, der Henne hätte auch einen Sniper. Ja, dann machen wir halt mal Sniper-Duell. So, und tschüss. Wir sind nicht allein. Ja, und weißt du, wo ich bin? Durchsuch das Gebiet. Warte. Oh, perfekt. Oh, hier Scheiner. Oh, fuck. Helm weg. So, einmal. Sehr schön. Der kam von hier also. Hier beim Turm geht's noch. Weiß nicht, ob noch irgendwelche da sind. Das ist die Frage. Hier weiter nach oben geht's nicht. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir alleine sind. Sieht aber, glaub ich, so aus. So, weiter nach oben geht's hier nicht. Mal hier rüber. Nein, ich will weiter nach oben. Damit ich hier die Munition mitnehmen kann. Nein, nicht irgendwo noch. Irgendwas habe ich gehört. Ich habe gedacht, ich kann irgendwo hier wieder meinen Seil benutzen. War doch irgendwo kurz mal eingeblendet. Irgendwie schlecht auch so ein bisschen hier rum. Deshalb meine ich, sind wir nicht ganz alleine. So. Jetzt haben wir hier wieder was. Oder sind wir sicher? Wir sind sicher. Alles klar? Ja, so etwas außer Atem. Okay, na dann gut. Franklin, vergib mir, ich habe gestern Abend in der Gegenwart unserer Familie nicht gewagt, dieses Thema anzusprechen. Ich wollte Ihnen keinen Kummer bereiten. Seit einigen Tagen habe ich meinen Cousin Jack nicht mehr gesehen und gehofft, du weißt vielleicht, wo er sich aufhält. Im Gefängnis habe ich bereits in den Einfriedungen, okay, und Zellen nachgeschaut. Wäre nicht das erste Mal, dass man ihn dort in Gewahrsam hätte. Fand aber nur die üblichen Trunkenbolde vor. Ich bin mir sicher, dass ihm etwas zugestoßen ist, aber niemand traut sich darüber zu sprechen. Ich sage es ganz offen, ich fürchte, es hat etwas mit den Treffen unter der Kirche zu tun, an denen ihr beide zu jedem Halbmond teilnimmt. Sie sind ein offenes Geheimnis und wenn ich davon weiß, ist es gewiss, dass die Gründer auch Kenntnis davon haben. Ich bitte dich inständig, sage es mir, falls du irgendwas gehört haben solltest. Matthew. Welches Treffen? Ein geheimes Treffen, was eigentlich nicht geheim ist. Haben wir jetzt ein Geheimnis gelüftet? So, alles ruhig. Ich springe mal hier rüber. So, was haben wir? Oh, ganz ruhig. Soll mich hier hinhangeln? Das ist eine gute Idee. Ist das Ding stabil? So stabil wie alles andere hier. Oh, okay, also, nein. Ist ja gut. Alter, wie die ganzen Häuser hier aussehen. Oh, hier ist so ein Erdrutsch. Wie es hier aussieht. Die ganzen Häuser auch da unten. Ja, ich glaube, hier sieht man es gut. Hier war mal was. Schon die halbe Stadt abgesackt. Oder vielleicht wegen der Explosion oder so, wegen dem Angriff. Guck mal, da unten ist auch so ein Loch drin. Ja, wie es hier auch wieder aussieht. So, ich hole mal die Knarre, dann kann man ein bisschen besser markieren. Gestürzt. Aber das ist anders.
das ganze Gebäude theoretisch einstürzen lassen kann. Was passiert, wenn ich die Granate darüber werf? Moment, komme ich hier rein? Ganz knapp aber. Mal gucken, ob es kaputt geht. Ja, nicht so ganz. So, wir bleiben mal ein bisschen in Deckung. Nur die zwei. Kann das sein, nur die zwei hier ganz alleine? So, er kommt ein bisschen in unsere Richtung. Oh, können wir den hier runterstoßen? Das wäre cool. Ja, an die Klippe geht. Genau hier hin. Bam! Schreit nicht mal. Nein, nicht die Waffe wechseln. Ich wollte nur die Granate haben. Oh, der Kollege kommt. Irgendwas mitbekommen. Also die Waffe ist, glaube ich, egal, wenn die auf dem Boden liegt, oder? Also eine Vermutung hat irgendwie schon, oder? Die Waffe macht dem nichts aus. So, nochmal eine Granate. Dankeschön. So, woher sind die gekommen? Irgendwo hier. Ah, ist ein bisschen zu hoch, glaub. Moment, was haben wir hier? So, gehen wir hier mal ein bisschen nach oben. So, hier kommen noch wohl sicherlich gleich wieder ein paar... Ach, Sam macht immer so blöde Geräusche. Ich denke schon, hier sind Gegner. Ah, Momentchen. Haben wir hier so rüber. Uiuiui. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh nein. So, wir bleiben mal hier. Ich habe es gar keinen großen Überblick. Na komm. Der hängt auch super hier rum. Der Sam. Ich habe hier gerade nicht viel Deckung. Gerade ein bisschen das Problem. Ja, waren noch ein paar. Oh, das war auch wieder ein bisschen knapp. Aber ein dritter war, glaube ich, schon noch da. Es waren nicht nur zwei. Irgendwo. War die eine Trophäe, glaube ich, am Seil hängend und einen Kopfschuss machen? Oh, Sam. Oh! Wir hängen uns an ihn dran. So, kriegen wir das hin mit dem Headshot? Das war knapp. Sollten halt auch hängen bleiben, aber egal. Ja, hier haben wir wieder einen. Das können wir vielleicht beim letzten machen. Auch nicht, wenn da mehrere da sind. Oh, Hallöchen. Tschüssi. Und er fliegt. Psst. Klappe, Sam. Ist er gar nicht. Der hier, okay. Einmal Dankeschön. Ah, jetzt schaut er in die Richtung. Das wäre perfekt gewesen. Ah, fuck. So, komm her. Einmal hier runter.
So, wir brauchen ja schon mal ein bisschen Deckung. Einmal Headshot. Oh nein, Dicker. Tschüssi. Versteck mich mal ein bisschen. Also ein bisschen weiß er, dass ich da bin, oder? Komm, Sam. Okay. Hat nicht ganz gereicht. So, fuck, runter! Nein, verdammt! Immer die dick gepanzerten. Mit den dicken Pumpen. Sie müssen den Fluss umfahren. Sie sind bald da. Okay, Männer, bleibt wachsam. Halten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Oh, für die Chefin. Sonst gibt's Ärger. Bleib doch da. Renn doch nicht weg, Kollege. So, den hier einmal. Könnten wir noch theoretisch tot von oben machen, oder? Oh, der eine sieht uns aber so ein bisschen. So fast. So, einmal und tschüssi. Wieder versteckt. So, ups. So, jetzt haben wir noch 3 Stück vermutlich. Alter, was würde ich tun von Schalldämpfer? Es wäre richtig genial. Komm, den kick mal runter. Oh, Sam! Oh, Mann. Wollten so einen richtig schönen Arschtritt verpassen. Aber Sam will halt auch mal. Können nicht nur immer wir hier Action machen. So, schauen wir mal. Hier drüben können wir uns im Gebüsch verstecken. Hier einer, der sieht uns nicht. Oder wieder so ein Angriff von oben. Müssen wir einmal an dem hier vorbei. Zuerst den oberen am besten machen. Einen Moment, wir hängen noch eine Runde ab. Jetzt steht der wieder da. Der geht hier hin. Ah, come on. Oh, da war glaube ich nochmal einer. Kann es sein? Oder war das... Ah, fuck. Okay, okay. Oh, scheiße, hier geht's gar nicht entlang. Tschüssi. Oh. Gar nicht gesehen. Auch gut. Ah, Entdeckung. Irgendwo. Okay. Alter, den einen, wo wir gerade gemacht haben, den habe ich gar nicht gesehen. Und da kommt der Dicke. Den müssen wir jetzt ein bisschen austricksen. Komm, geh hoch. Sie sind noch hier, verdammt. Sie sehen uns nicht. Na, es läuft wieder weg. Geh weg! Klappe! Okay. Zumindest mal hier den Großen. Erstmal den Großen hier weg. Jetzt haben wir unten keine mehr, gell? Jetzt müssen wir mal schauen. Dito, nichts. Schuss da drüben. Ich gehe hier lang. Okay. Hier was machen mit von oben. Kommen wir hier irgendwo hin? Ja, kommen wir nirgends hoch. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Auf die Fresse. Alter, was war das gerade für ein Move? Richtig nice.
Okay, wer ballert hier schon wieder? Sind so viele. So, haben wir nicht eine... Ah, scheiße, wir haben die Sniper. Gedacht, wir haben die Pumpe noch. Autsch. So, mach du mal. Nein. Nicht der. Ah, fuck. Come on. Ist auch noch. Ah, ne, das ist der Sam. Wir müssen den einen irgendwie so ein bisschen austricksen. Guck, da noch einer. Oh, der war auch schön. So, der weiß Bescheid. Genau, lenk mal ab. Uiuiui. Wo ist er denn? Oh, jetzt aber. Fertig verloren. So, jetzt können wir einmal angreifen hier heimlich. Ja, genau, geh runter, geh runter, genau. Moment. Wow! Von oben mit einem Schlag. Das war's. Das war sehr schön. Okay, soviel zum Thema weiter. Wo geht's weiter? Denken wir hier irgendwie nach oben. Irgendwo in die Richtung. Würde ich jetzt mal vermuten. Hier kann man nirgends. Keinen Stein da, wo wir uns dran greifen können. So, von hier sind wir eigentlich gekommen. Und ich denke, irgendwie muss sie doch hier hoch. Oder Sam, sag du doch mal was dazu. Ich bin wieder so ruhig. Hier weiter rüber. Wahrscheinlich eine Megaschlucht. Wer will auf den Turm hier rüber? Können wir hier hinschauen. Hier. So, komm her. Siehst mich im Gebüsch. Na los, fertig? Fertig. So, jetzt ich einmal. Danke. Okay. Vorsicht, da geht's tief runter. Ja, ich seh's. Achso, wir können oben rum. Ich wollte eigentlich einfach nur rüberspringen, aber wollte nicht. Auf die normale Art. Okay. Mist. Ui. Ja. Da geht's nicht so weiter wie geplant. Wo du hintrittst. Ganz schön heftig. Ja. So, was haben wir hier drinnen? Nicht sehr viel. Oh, da haben wir eine Leiter in der Ecke. Die Leiter ist in der Mitte kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Okay, immer weiter. Immer weiter. So, was haben wir hier? Okay, ich wollte hier gerade rein. Muss ich hier rein? Könnte natürlich sein. Ist eine super Aussicht. Na, Moment. Hier war noch irgendwas. Okay, drüben irgendwie. Hier hin, genau. Dann hier weiter. Oh, ist immer so. So wenig Platz zum Stehen. Einen Moment. Kann ich hier raus?
Auch nicht so ganz. Hier in die Richtung irgendwo. Irgendwie hänge ich gerade. Hier hat man eine Leiter. Was war das mit der in der Mitte kaputt? Kann ich theoretisch hier rüberspringen? Das mag er nicht. Kommen wir hier ganz rüber? Auch nicht ganz. Wohl doch. Passt einmal. Ich dachte, wir müssen da an dem einen Balken, wo ich drauf stand, nach oben gehen. Der ist so schnell hochgekommen? Gab es noch einen zweiten Weg? Einen einfacheren? Okay, und nun? Das ist meine Planke. Einmal hier hin. So, bevor wir weiter stürmen, erstmal ein bisschen gucken. Hier sind aber groß keine Gegner. Wäre doch richtig schön hier mit den ganzen Fenstern. Mit dem Sniper dabei. So, gehen wir mal rein ins Gebäude. Schauen wir mal ein bisschen. Oh, Blumen drin. Richtig idyllisch. Okay, was jetzt? Mach einfach, was ich tue, okay? Genau. Schau mir zu, was muss ich tun? Einmal, ich denke mal, hier rüber auf die Holzplatte. So, und dann denke ich mal, hier drüben. Einmal hier rüber. So, nun hat da gerade was geblinkt. Ja, sehr schön. Ein Schweinchen. Großes Bronze-Wildschwein. Ah, es geht mal, zumindest mal Richtung Schatz. Fangen schon mal mit Bronze an. Ich glaube, ich muss hier gar nicht hin. Kann das sein? Ja, die Türe geht auch nicht weiter. Das war, glaube ich, nur wegen dem Schatz hier. Da unten haben wir auch nichts. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Genau. So in der Art. Na, dann mach mal. Der hat sogar im Flug gemacht, im Sprung. Oh. Ein paar Lemuren mal wieder. Sind hier bestimmt nicht günstig. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Vielleicht hatte Libertalia einen Finanzausschuss. Ja, vielleicht haben sie Steuern gezahlt. Wer weiß? Ja, aber hier, guck mal, es wird schon ein bisschen hier... hier oben bisschen mehr Gold. So Verzierungen an den Töpfen. Hier Kerzenhalter, alles in Gold. Ich glaube, wir kommen langsam näher. Was haben wir da drüben? Einmal auf der anderen Seite. Erstmal ein Riesenloch. Hier kommen wir auch nicht durch. So. Oh. Einmal eine Art Blumenvase. Getrunkene Vase. Haben die sicher Jahre gebraucht. Aus großem Reichtum folgt keine Verantwortung oder Zurückhaltung. Mann, tja, Geschmack kann man nicht kaufen. Okay, hier ist ein mega Baum rausgewachsen. So, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Natürlich immer so eine kleine Frage. Shoreline auch schon länger nicht mehr da gewesen, aber hier schaut es gerade so aus. Hm. Heilige Scheiße. Ja, hier sind unsere verfolgenden Jäger.
zumindest ein paar davon. Verdammt! Kanonen, provisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist hier passiert? Irgendein Kampf. Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Ja, hier war eine schöne Schlacht. So wie es aussieht, überall Schwerter, Speere, Skelette. Also ich habe gerade gedacht, da kommt gerade jemand um die Ecke. Aber es war nur die Statue. Hier ist sogar eine Kanone. So, und hier schon wieder das Zeichen. Sogar auf dem Boden gemalt. Mann, das ist beeindruckend. Das ist noch untertrieben. Okay, was haben wir hier hinter dieser Türe? Okay, dann... Oder auch nicht. Hilfst du mir mal? Ja. Ja. Alles leer. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. Hinweise suchen? Ja, Hinweise suchen. Ja, aber sieht ja jetzt auch nicht so aus wie eine Schatzkammer. Eher die ganzen Regalen wie so eine Bibliothek. Würde ich mal sagen. Na da. Ja, sogar jede Schublade leer. Wir haben hier noch Rüstung. Und mit dem Zeichen von Avery. Ich frage, hat er angegriffen oder beschützt? Und leer. Nix. Wo ist das ganze Zeug hin? Thomas 2. Deep. Was haben wir hier? Adam Baldridge. Dieb. Was haben wir hier? Arne Boney. So ein bisschen abgeratzt, aber steht nicht Dieb dran. Was ist das? So, was haben wir hier? Viele Schätze. Okay, Manifest des guten Schiffs Destiny. Auf dem Wege nach Libertalia von dem Hafen von Kings Bay. 10.000 Minder, Silber, Mogul. Treugewicht, aha. Ja, einiges an Sachen. 4 Fässer Wein! Aber was es mir bringt. So, haben wir noch andere Diebe? Also die Statue hier oben geköpft. Hier, oh. Den haben wir hier. Schicke Klamotten. Irgendeine Uniform. Du warst eine Wache, oder? Gute Arbeit. Ja, also war der eine wohl auch eine Wache, den wir gesehen haben. Hier haben wir nochmal einen. Sieht man nicht, ob da Dieb dran steht. Gute Frage. Was, wenn nichts von dem Schatz übrig ist? Sie haben alles für Marmorböden ausgegeben. Und die Siedler finden raus, dass ihr Geld weg ist und sind sauer. Ja, vielleicht. Ja, aber soll das hier die Schatzkammer sein? Ich meine, okay, es war ein großer, imposanter Raum. Aber ich weiß nicht. Weiß nicht, bin mir nicht sicher. Es liegt nicht mal eine einzige Goldmünze oder so da. Rein gar nichts. Deshalb bin ich mir da nicht so sicher. Ich habe was gefunden. So, was haben wir denn hier? Abschnitt G, Regal B. Inhalt, wie beschrieben von R. Taylor. Juwelenbesetzer Dolch. Gründer Al-Basra behauptet, dass dieser Juwelenbesetzer Dolch Großmogul Aurangzeb persönlich gehörte. Falls das wahr ist, ist er unermesslich wertvoll. Perlenelefant, ein grandioses kleines Exemplar, bemalt im sattem Indigo. Mit einem Sattel aus Perlen. Ich bin versucht, es selber einzustecken. Hier ein Jade-Vase. Die Details auf dieses skulptierten Vase sind von allerfeinster Qualität. Die Moguli hatten ein Talent für die Jade-Bearbeitung. Gründer Al-Basra
sagte mir, dass das Reich über eine ganze Werkstätte verfügt, die sich der Herstellung solcher Gegenstände widmen. Ja, also ein paar wertvolle Sachen waren ja schon da, aber... Ich meine, es hieß doch 400 Millionen. Glaube ich jetzt nicht, dass es hier da lag. Nichts. Ja, wieder nichts. Schauen wir noch ein bisschen nach einer Truhe oder so. Hier komplett gar nichts. Nichts. Schon irgendwie seltsam. Dieb. Ja, das ist sogar runtergeflogen. Moment. Nathan, hier drüben. So, warte mal. Ihr habt nochmal ein Zettelchen. Ah, noch eins. War das auf den Regalen? Inhalt wie beschrieben. Holzküche, Goldmünzen, Silbermünzen, Koffermünzen. Juwelmesser Sattel. Goldringe, Goldbrosche. Skulptur, Bronze und Gold. Ein bisschen überflogen, müssen ja nicht alles lesen, aber... Nate, sieh dir das an. Ja?